Hey folks, hier ist Timo Rodden von Cube Audio und ich zeige euch heute ein Review vom Driftwood Purple Nightmare. Purple Nightmare. Purple Nightmare. Viel Spaß. Der Driftwood Purple Nightmare, fettes Teil, kommt als vollen 100 Watt Titanverstärker in dieser Version hier mit zwei 6L6 und zwei E34 Endstufenröhren. Könnt ihr euch aber sogar auch anders konfigurieren lassen, wenn ihr zum Beispiel lieber KT88 Endstufenröhren haben wollt, kein Problem. Noch ein paar Infos zum Amp selbst. Driftwood ist eine ziemlich kleine Firma aus Deutschland. Die Amps sind alle von Hand gebaut mit super guten Materialien. Das Design ist auch relativ frei wählbar. Wir haben hier die Purple-Version, ganz klassisch. Klar, der Purple Nightmare muss meiner Meinung nach lila sein. Ihr könnt euch da aber auch ohne Aufpreis alle möglichen Konfigurationen aussuchen, von verschiedenen Tolex-Farben, von verschiedenen Frontpanels, Poti, was euch so weiter einfällt. Zur Bauweise noch, es ist ein absolutes, ja, das Ding ist ein Panzer. Also es wiegt 20 Kilogramm. Ist einfach perfekt verbaut. Man merkt, das ist alles irgendwie sehr wertig. Es wird Wert darauf gelegt, dass gute Bauteile verwendet werden. Die Trafos werden alle noch von Hand selbst gewickelt. Also da steckt viel Liebe drin in dem Teil und das merkt man auch auf jeden Fall. Vor allem auch in den Features, die der Amp hat. Da merkt man auch, dass auf jeden Fall gut mitgedacht wurde. Denn es gibt so tolle Sachen wie den 9 Volt Output hinten für Foot Pedals, für Tretminen, die ihr anschließen könnt. Sehr praktisch. Es gibt einen Tuner Out. An Bass Amps ist das irgendwie schon gang und gäbe. Keine Ahnung, warum niemand Tuner Outputs an Gitarren Amps verbaut. Aber endlich, hier ist einer dran. Praktischerweise hat man beim Fußpedal, das man auch zu dem Teil kaufen kann, einen kompletten Mute-Schalter dabei, das ist natürlich dann perfekt, wenn man ein Stimmgerät dranhängen hat und man kann den kompletten Amp muten. Es gibt den praktischen sogenannten Night Switch. Damit kann man den Amp auf 2 Watt runterschalten. Das schaltet die Röhrenendstufe komplett aus und schaltet eine 2 Watt MOSFET-Endstufe ein. Super cool, um ja, nachts oder überhaupt zu Hause zu üben, wenn dann die Nachbarn schnell auf den Senkel gehen und man niemanden stören darf. Und mein persönliches Highlight ist der fix verbaute Tube Screamer Overdrive, der verbaut ist im Driftwood, den man separat jedem Kanal, wie man will, zuweisen kann und natürlich auch mit dem Foot Switch zuweisen kann. Gerade für High-Gain-Geschichten, für moderne Metal Sounds ist der Tube Screamer einfach ja, der Oberhammer. Ich liebe das Ding und dass der hier in dem Amp schon verbaut ist, ist einfach total genial und der klingt auch super. Ja, geile Idee. Mittlerweile habt ihr beim Kauf sogar die Option, eine komplette MIDI-Implementierung mit einbauen zu lassen, falls ihr irgendwie eigene Foot Switches oder sonstige Steuerungselemente anschließen wollt. Alles machbar. Sehr coole Sache. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Teil der ganzen Features von Purple Nightmare. Ihr habt vor allem auf der Rückseite natürlich noch massenhaft Optionen, was Loop Send und Returns angeht und verschiedene In- und Outputs etc. Wer da noch nähere Infos dazu haben will, schaut einfach auf der Website vorbei, www.driftwoodamps.com. Dort könnt ihr euch natürlich sämtliche Infos zum Purple Nightmare angucken. Ich zeige euch jetzt aber erstmal noch ein bisschen, wie das Teil klingt. Wer keine Lust hat, mir die nächsten 5 Minuten dabei zuzuschauen, wie ich schlecht auf der Gitarre improvisierte Riffs runterrammel, der kann die nächsten 5 Minuten getrost überspringen. Ansonsten zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal ausgiebigst den zweiten Kanal vom Amp, nämlich den CR-Kanal. Ich benutze dafür meine wunderbare ESP Eclipse 2. Hier sind aktive EMGs drin. Der Amp geht rüber in eine Mesa 4x12er Box, abgenommen mit einem ganz normalen einzelnen SM57. Und das war's dann auch schon.
keinerlei EQ, Kompression, nichts. Das Signal ist ganz roh, Mikrofon, Preamp. We'll be right back.
Ja, das war's von mir zum Driftwood Purple Nightmare. Meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Amp. Ich bin auf jeden Fall Fan davon. Sehr vielseitig einsetzbar, das Ding, vor allem was die Gain Sounds angeht. Also von Rock über Punk bis fiesesten Death Metal kann man aus dem Teil alles rausholen. Finde ich super. Der Tube Screamer und die ganzen eingebauten Zusatzfeatures sind auf jeden Fall noch das Sahnehäubchen dazu. Also von mir absolute Kaufempfehlung für das Teil. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sämtliche relevanten Infos findet ihr noch unten in der Videobeschreibung. Lasst mir doch gerne noch einen Daumen hoch hier und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst krachen. Ciao. Und was es hier alles gibt, wie zum Beispiel den Tube Screamer und Knöpfe, und da kann man dran drehen und das ist alles super toll und das macht ganz viel Krach und ist laut und hat 2 Millionen Watt und so weiter und so fort und es ist lila und es sieht super toll aus.